Und herzlich willkommen zurück zu Beaver's Tech Pack Minecraft. So langsam, ja, die Kochsendung wird auch bald kommen. Das kann man schon mal absehen. Weil hier oben die ganze Reihe durch müssen wir alles mal wieder nachkochen. Das wird mal wieder nötig. Aber es ist jetzt erstmal was anderes nötig. Und es ist so schön nötig. Was? Ach, verdammt, Möhren. Ach, verdammt, haben wir doch da. Und ach, verdammt, ich hoffe, ich habe es mir jetzt endlich mal gemerkt, dass ich die auch... Ja, das wäre mal interessant. Ich glaube, ja. Ich versuche es mal. Wo sind sie? Da sind sie. Nee, hier geht es natürlich nicht mit Rechtsklick. Verdammtes Agrarian Skies und Sky Factory. Zwei, also beides im Fall, ne? Beides zwei. Was ja beides für, aus meiner Sicht für ein Let's Play einfach zu langwierig wäre. Das wäre, glaube ich, eher was, was man wirklich streamen könnte. Und dann mal sagt, so heute am Stream ich das und dann so keine zwei, drei Stunden mit freundlichem Chat. Also wirklich Livestream mit Bild und ja. So, sorry, mehr. Ja, tut mir leid, Meerschweinchen. Nee, mehr gibt's hier nicht. Wir müssen hier. Hier will ich auch endlich mal eine Hecke vorsetzen noch. Damit die nicht mehr ausbüchsen. Dazu holen wir uns. Ich glaube, das machen wir auch mal, oder? Was meint ihr? Wir müssen euch ja auch endlich mal, aber da kriege ich jetzt gleich wieder hoch, weil es ja hieß, nein, mit Maschinen natürlich. Ach ja, das Denkmal, das könnten wir eigentlich, so eins brauchen wir nochmal für unsere arme Springkuh. Rest in Pieces, ne? Rest in Steak. Oder was ich auch immer aus dir gemacht habe. Naja, muss ja nichts liegen lassen, ne? So schlecht werden muss es ja nicht. So, schmeißen wir mal kurz die Mösche weg. Mösche. Ja? Angel, könnte man nochmal gehen. Oh, ist hier viel drin. Das ist viel zu viele Fischarten. Ich möchte Aquarium haben mit lebenden Fischen in diesem Spiel. Verdammt. Und dann die reinschmeiße, frisch geangelt da rein und ja, und dass dann da keine Fischmobs rumschwimmen. Und natürlich auch nicht despawnen, sondern drin bleiben. Das wäre so schön. Ach ja, sowas wollte ich. Ach ja. Ach ja, wenn ich jetzt nochmal. Ach ja, sag. Ach ja, ich mir selber eine runter. Runter musste ich. Im Übrigen, runter ist ein gutes Stichwort. Runter müssen wir ja auch. So, hier sieht's immer noch perlig aus. Immer noch Perlen vor die Säue. Ja, ich hoffe, dass es jetzt hier alles mit der Helligkeit wirklich so besser klappt. Ich finde es schon fast für mich persönlich jetzt so vom Spielgefühl her einen Ticken zu hell. Aber ich glaube, für euch ist das ganz gut. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Digge. Hui. Ah, das ist Doppelwand. Die Wand der zwei Herzen. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Wir müssen ja hier dann eh noch. Hoppala, ich will bitte durchgehen einmal, danke. Nein. Du natürlich noch nicht. Und da kommen wir jetzt erstmal die hier wieder wegprügeln. Ah, lass. Zack. Und zu. Und an sich theoretisch praktisch hier. The same procedure. Machen wir auch erstmal, bevor ich mich. Ich teile mich ja noch in China, was ich hier für Wände reinziehe. Ist das, glaube ich, ganz gut. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Der da macht am Ende den Kobelstrom. Den Kobelstrom macht der am Ende, genau. Da brauche ich wahrscheinlich sogar noch zwei von. Weil wir brauchen ja an sich auch noch eine Kobelstrom-Produktion. Im Moment haben wir zwei Sachen. Dann käme hier der Wasserbachschon hin. Da dann das Ding. Also für Fußboden sollte ich mich vielleicht entscheiden, bevor ich hier was mache. Ah, hust, hust, trink, trink. Denn mit dem Reservoir hier hatten wir ja schon genug Terzärger und Scherereien. Was könnte man da mal... Diorit? Wäre das eine Idee? Oder ein Granitboden? Nehmen wir mal ein Stack Granit raus. Einfach mal so aus... Spaß und sagen wir Usage.
können wir ja die Granitsäulen und wir können so polished Granit machen. Ich glaube, das machen wir auch. Polierten Granit. Das könnte ganz schicki aussehen. So, zack. Fußboden. Da, 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 da. Kann man auch schon mal gucken, wie man das hier dann wieder mit der Beleuchtung am Ende macht. Ah, das wird wahrscheinlich auch Doppelwand, ne? Obwohl, ne, hier vorne ja noch nicht. Hier ist das ja noch so alles in Ordnung. So, zack, zack. Den da bitte. Danke. So. 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 Und so. Ja, 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 die U-Bahn. Ich mache hier keinen U-Bahn-Tunnel. Die kann woanders lang fahren. Die wollen wir hier nicht haben. Ja, doch, also der passt irgendwie, finde ich. Wie groß der Raum hier dann irgendwann mal wird, das weiß ich ja noch nicht. Aber wir können ja sowas immer auch noch gut abändern. So. Zwei frei hin. Hey, das ging sogar hier schon mal auf. Zwei frei hin. Wunderbar. Mal frei hin, zwei frei hin. Aber machen wir das erstmal so. Ich frage mich, ob wir den auch noch anders produzieren können. Gucken wir da mal ganz kurz. Nein. Wir kriegen ihn halt nur geschisselt, wenn. Andere Möglichkeit, den irgendwie herzustellen, haben wir also leider nicht. Ja, super. Wir brauchen also noch einen zumindest, den wir klein machen können für die Cover. Oh, hier, das wird schon gehen. Einen. So, kurz mal runtergeholt. Wupp, 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 zack. Zack, zack. Wupp, wupp, wupp. Pferdchen im Galopp. So, da hoch, du da hin. Wo ist... Wo ist er? Ich habe keine Säge dabei. Das ist eine Frechheit. Er hat mir meine Säge geklaut. Oh, hier, das war... Weg damit. Weg damit. Dum, dum, da, dum, dum, da, dum, dum, da, dum, dum. Dulü, 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 dulü. So, jetzt mal kurz überlegen. Wo ist er denn? Ach ja, die kann ich ja auch wieder abbauen. Das war ja nur mein Zwischenlager für, wo ich alles reingeschmissen hatte, was ich definitiv nicht irgendwie aus Versehen verlieren wollen würde. Beim Creative rumspielen dort. Hui. So. Müssen wir mal gucken, mal von der anderen Seite erstmal grüne Ordnung. Keine Ahnung, Kiste oder so. Wie gesagt, da brauchen wir die Maschine noch ein zweites Mal, dass das alles genau passt. Ich hoffe, dass ich die... Ja doch, die müsste ich auch direkt nebeneinander stellen können. Das habe ich, glaube ich, noch richtig in Erinnerung. Hoppala. Also der Boden gefällt schon mal. Der passt hier echt gut rein. Es fehlen noch hier so zwei Säulen von. Da brauchen wir wieder so ein bisschen Marble. Haben wir die nicht so... Ich die nicht sogar noch irgendwo über. Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Stück müssen wir erst noch 5 verbraten. Und dann können wir gleich 18 verbraten. Oder wenn wir schon dabei sind, 24. Ah, Nase. Hör mal auf zu jucken. Oh, ich glaube, die kann weg. Die auch. So, hier drin brauche ich ja keine. Hihihihi. So. Flung, da brauchen wir die.
Dann brauchen wir. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir da? Ja, was wäre der? Was wären wir denn? Magma. Mix hot and cold. Melts item to fluids. Der macht die Lava, genau. Das heißt, wir brauchen ihn erstmal. Genau, und den stellen wir theoretisch mal auf Kobbel. Müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Das schauen wir dann. Das wäre jetzt zum Beispiel den hier daneben. Das wäre dann die Seite. Das heißt, das, was wir kriegen hier, soll darüber raus. Da brauchen wir dann nicht, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir im Moment noch nicht. Das kommt dann aber, weil wir müssen ja dann noch, wie gesagt, theoretisch so einen nochmal hier neben, dass wir hier Koppelsturm produzieren. Da brauchen wir dann einen Lava-Eimer, einen Wassereimer, dann da rein und fertig. So. Da das, da im Moment. Da können wir den machen. Da gar nichts. Rückseite auch noch nichts. Und da auch erstmal dies. Das Problem mit dem Waterbasson, das könnte echt sein, dass ich dafür noch. Also ich möchte das vielleicht so hier reinsetzen. Dann setzen wir da natürlich auch einen Coverstone hin. Ich weiß noch nicht, ob er sich jetzt da direkt das Wasser rauszwiebeln würde. Sieht noch nicht so aus. Das heißt, da muss ich wohl wirklich das. Ah, okay, dann brauche ich noch den anderen Konduit leider. Oh, hallo. Mensch, Pflanze, du siehst gut aus. Mensch, wer hat denn das gedacht? Ha! Ponk, ponk. Haha. Da hinten will sie nicht aus irgendeinem Grund, das ist hier vielleicht zu dunkel. Zu viel Strömung. wie machen wir denn das mal? Ja, das heißt, du müsstest einen noch rüber. Ja, das ist jetzt hier gerade noch nicht schön. Das wird dann auf jeden Fall alles noch gemacht. Zwei Eimer Wasser rein, da sollte sich füllen. Da lang. Lange nicht mit sowas rumgespielt, mit solchen Mini-Setups. Ha! Jetzt produziere Wasser. Genau, das heißt, wir brauchen hier nochmal. Jetzt kann ich auch Wasser rausnehmen, ne? Ja, jetzt kann ich es, ne, rausnehmen. Jetzt könnte man es natürlich nochmal einfach mal probieren, ne? Flung, flung. Er zuckelt sich leider nicht automatisch das Wasser. Ignort. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Er soll dann auf High-Signal arbeiten. Da müssen wir dann nämlich noch ein Stromkabel dran machen und dann irgendwie hier da oben zum Beispiel. Oder eben eine kleine Schalttafel. Das müssen wir dann mal gucken, wie ich das am besten verkabel. Du kannst dabei gut auf Ignore bleiben. Ja, aber wie gesagt, so kriegen wir das Wasser nicht rüber. Blau ist richtig. Blau ist auf jeden Fall richtig. Dum, dum, da, 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 da. Machen wir das mal kurz. Korrekt. Voll korrekt, ey. Brauche ich ja eh gleich den dafür kurz. Dich brauche ich dann nicht. Hui. Dum, 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 dum. Zack, zack. Schüssel. Schüssel, 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 Schüssel. Schüssel, 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 Schüssel. Erledigt. Wunderschön. Das ist auch Vorteil von Doppelwand, aber ich möchte das halt nicht herausstehen haben, das Waterbassin hier. Man sieht dann halt gegebenenfalls die andere Rückwand, aber naja, push. Puh. Hier wäre dann. Zack, erstmal so provisorisch, ne?
Aber jetzt brauchen wir einen Conduit. Einen ganz bestimmten Ender-IO-Conduit. Das mag ich zum Beispiel an Grand Skies leider nicht so. Da ist ja kein Ender-IO dabei. Ich glaube, bei Sky Factory 2 ist es schon dabei. Müssen wir auch nochmal gucken. Fluid Conduit. Pressure Conduit. Nee, Fluid Conduit brauchen wir. Quite Clear Glass. Das heißt, wir beschisseln uns drei Wasser. Hey, das ist super. La 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 la. 1, 2, 3. Schüssel. Quite Clear Glass. Yay. Und dann brauchen wir jetzt noch 12 hiervon. 1, 2, 1. Hoppala. Voilà, zack. Das funktioniert jetzt hoffentlich. Sollte es eigentlich. Oh Gott, das Hin- und Herspringen zwischen so vielen Mods ist manches Mal echt kompliziert. So, mal kurz hier gucken. Du sollst extrahieren. Always active. Ja, es läuft. Leider läuft es ins Falsche hinein. Aber ich glaube, das kann uns egal sein. Wenn wir ihn jetzt erstmal sagen, hier hast du ein bisschen Lava. Wir machen das gleich nochmal kurz. Wartet. Plunk. Gehen da nochmal kurz drauf, sagen Active with Red Redstone. Setzen ihn wieder hin. Ah, jetzt ist wieder noch ein bisschen drinnen. Egal. Ich möchte das auf den richtigen Seiten haben. Ich weiß nicht, warum ich bin. Ja, ich bin pedant. Man kann ich nichts zu. Das Ding könnte auf jeden Fall Upgrades gebrauchen, aber andererseits, das kann auch in Ruhe durchlaufen, seien wir mal ehrlich, ne? Schon mal auf Obsidian-Modus stellen. Obsidian. So. Okay, er packt es eh so rum rein. Alles klar, also. Ist es theoretisch verkehrt rum. So, active, so, always active. Wasserpump rein. Das heißt, wir können jetzt eine Kiste holen. Die haben wir ja oben. Dann nehmen wir mal einfach so eine Standard-Holzkiste kurz. Von den beiden, die oben sind. Für etwaige faire Wendung abzubauen, bitte. Nein, wir kommen da. Wegen dem Fußboden nehme ich mal lieber die Hand. So, sollte reichen. Dun, 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 dun. So. Wieder eine Enderpearl. Ach ja, dann haben wir es doch geschafft. Eine Folge lang für unser kleines primäres Mini-Setup hier. Und da er ja nur mit Signal arbeitet, müssen wir jetzt eigentlich, wie gesagt, ein Signal anschließen. Wunderbar, ist die auch mal hinne. Nimm mal die. Ich hau die schon mal komplett raus. Ich weiß, das ist eigentlich unsinnig und unnötig im Moment noch. Da ich noch nicht weiß, was ich hier oben hinballere. Nehmen wir mal das Redstone. Klamm. So, und da sollst du bitte anschließen. Dazu muss ich jetzt erstmal kurz den Wrench holen gleich. Können wir uns auch noch einen passenden Schalter machen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo noch einen rumfliegen haben. Vermutlich nicht. Machen wir das nochmal ganz kurz. Le Wrench ist ja hier oben. Ein bisschen länger die Folgen gerade. Ist mir gerade auch irgendwie. Ja, da sehen wir jetzt alles. Wo ist er denn? Da ist Le Wrench. So. Reihe durch. Da ist noch Coiner. So. Da. Zack. Zack, zack. So, einen davon. War es jetzt Cleanstone oder Coldstone? Es war ein Coldstone.
gibt es natürlich auch wunderschöne andere Lever, die wir hier verwenden könnten. Und die vielleicht auch mal Verwendung finden davon ab. Das schauen wir mal. Ne? Da könnten wir ja dann mal gucken. Was halt noch fehlt, ist dann wie gesagt ein zweiter zweiter Igneous Extruder, der hier nebenkommt und dann in den Magma Crucible immer Cobblestone reinpumpt. So, erstmal, du brauchst nicht. So. So. Ha, genau, da können wir die Farben einstellen, richtig. Man kann es hier freie Hand nehmen. Irgendwas habe ich hier gerade verstellt, das merke ich gerade. Weil an sich bräuchte er gar nichts. In Out. Es soll ja nur Strom reinkommen. Ach, jetzt ist er wieder dran. Ah, das ist manchmal so ein bisschen. Oh, bisschen tricksy hier. Das ist so korrekt. Das ist ansatzweise so korrekt, aber dafür kenne ich mich auch so schlecht mit aus. Nein, das war natürlich jetzt falsch. Nein. Den natürlich nicht. Ach, lassen wir es einfach so angeschlossen, ne? Lassen wir es einfach so. Du sollst den dafür machen. Nach oben hin, Verbindung ist da. Wunderbar. Jetzt muss ich nur trotzdem mal kurz runtergehen hier. Ein. Zack. So. In-out, disabled in-out. So, ist auf Redstone. Color Red, Green, Braun, Blue. Das macht der Obsidian, deswegen. Ja, nimm mal Grey. Color Grey. Soll der Schalter machen. Und auch Grey. Light Grey, Grey. So, gucken wir mal. Zack, an. Und er läuft. Und wir haben unsere erste kleine Mini-Produktionsstätte. Und er kriegt keine neue Energie. Da stimmt doch irgendwas nicht. So richtig. Da hat sich jetzt irgendein Kabel nicht richtig verbunden, ne? Müssen wir nochmal ganz kurz. Das nicht, so, wo ist das andere? Da ist es. Da ist es jetzt dran, aber da fehlt es noch. Ah, richtig, die Verbindung hat sich aufgetrennt. Verdammtes Ding! Ganz weg. Oh, warum machst du das? Du brauchst doch auch Strom. Nee, Quatsch, der braucht gar keinen. Ah, der braucht ja gar keinen Strom, Mensch. Eieieiei. Der läuft ja stromlos, wie es aussieht. Information. Genau, der braucht nur die Sachen. Ach, Göttchen. Dann passt das so weit. Cyan, Light Ray, Gray. So. Aber wenn wir schon mal dabei sind, ne, machen wir hier. Dann verweist, dass wir hier noch vielleicht neben stecken. Dann haben wir wenigstens schon mal die Kabel mit ansatzweise drinne. Ja, verpeilt hat halt, ne? So. Flupp, Lava rüber.
Er produziert ein Obsidianchen. Das Wasser kommt natürlich erst rein nach. Und 10 Stück haben wir schon. Ne? Das ist doch herrlich. Und wenn wir jetzt sagen, Flug aus, dann dürfte er hier nichts machen, selbst wenn das hier rüberkommt. Ah, ihn müssen wir echt tunen. Die Magma Crucible. Da müsste irgendwas schneller arbeiten. Das heißt, wir bräuchten hier dann die passenden Augments für. Und da, das ist das, wo ich mich nicht so gut mit auskenne. Ja. Oder müsste 2 nehmen. Wenn das zu langsam geht, einfach so eiskalt 2 oder 3 Magma Crucible bauen. Die hier hinsemmeln. 1, 2, 3 würde sogar passen. Also 1. Ne, 3 Stück. Über da. Da müssen wir hier rüber noch ein anderes Kabel reinzwiebeln. Also einen anderen Konduit. Welchen denn umgenutzt sind? Den Ender-Konduit. Also Item-Konduit hier. Über dem Item-Konduit können wir dann so einen noch setzen. Von dort aus dann die da rein verteilen. Und dass die 3 dann halt genauso darüber da rein verteilen. Das ginge auch. Aber so ist das schon mal schön. Eine erste primitive Produktionsstrecke. Super primitiv, super einfach, aber es funktioniert. Wie viel Kaffee habe ich denn noch? Ah. So, Lava ist jetzt langsam voll. Wir haben hier ausgemacht. Jetzt sagen wir wieder mal Power. Zang. Und der ist nämlich auch deutlich schneller bei der Produktion als er hier. Deswegen müsste er schneller werden oder mehr. Schauen wir dann mal. Ich glaube, so eine würde reichen. Die kann man zur Not hier dann auch noch upgraden. Aber ist doch schick, ne? Fällt hier noch der Schild rüber. Obsidianproduktion. Haben wir noch ein Schildchen vielleicht da? Ja, hier hätten wir. Ja, machen wir uns einfach mal schnell eins. Ein Standard natürlich nur. Da muss ja kein Wunderbares sein. So, das da. Ein. Was mache ich denn da? Oben natürlich. Und natürlich. Nein, nicht die. So. 1 mehr brauchen wir nicht. Rest da erstmal rein. Nichts Unnötiges mit rumschleppen. Dim. So. Zack. Obsidian. Wupp. Unsere Obsidianproduktion. Einen schönen anderen Lever, wie gesagt, könnte man auch noch machen. Ah, Hust. Aber das ist alles. Das kann man alles nachträglich machen. Wie man Lust und Laune ist, wie gesagt, der hier ist echt sehr langsam. Da müsste man sich was einfallen lassen. Ich weiß, dass die hier, diese Igneous Extruder, richtig flott arbeiten können. Also, wenn ich die jetzt auf Cobblestone-Modus stellen würde, bräuchte er nur ein Lava, ein Wasser und dann ging es ja aber rut. Also das läuft schon ganz gut, das Ding. Wie schwer. Oh je, die Folge ist auch schon viel. Ein bisschen ist ja gut, aber das ist schon viel zu lang. Egal, machen wir jetzt mal ganz kurz. Blocks. Die Bibi Blocksberg. Nein, da sind sie nicht. Wo sind sie denn? Wo sind die Upgrades von Thermal? Items, ne? Items müsste es sein. Jawohl. Als erstes brauche ich aber trotzdem nochmal Blocks. Und dann sagen wir mal Induction Smelter. Wo ist er denn? Als Item sind wir Fluids. Mehr als Item. Ach Gott, welchen brauche ich nochmal? Den da, Magma Crucible, genau. Die Magma Crucible. Wo ist er denn? Igneous. Magma Crucible. Basic. Hardened. Ja, den Hardened möchte ich ja gerne haben.
Basic. Das ist doof. Ich will aber nicht den Basic haben. Ich will den Hardened haben. Also das mit diesen Upgrades, das ist für mich immer noch so. Da muss ich nochmal gucken. Dass das alles leichter verständlich wird. So. Aber ich finde es schon, wie gesagt, schon mal schön, dass es funktioniert so. Und hey, 17 Stück. Wir können damit schon ein bisschen arbeiten. Und wie gesagt, wir brauchen es ja massiv. Wir brauchen ja massiv das da. Und ganz ehrlich, es kann ja auch einfach hier nebenbei laufen. Das ist ja, ich weiß nicht, wie viel Strom es frisst. Wahrscheinlich wird dann unser Kraftwerk auch mal anspringen dürfen. Wir brauchen es aber halt. Das ist was jetzt für ein Dio. In der Quarry. Wo ist er denn in der Quarry? Einfach so suchen ist einfacher. Einfach so suchen ist einfacher, habe ich gesagt. In der Quarry, damals. Denn hierfür brauchen wir ja wirklich einen ganzen Haufen Obsidian. Und dann brauchen wir noch den Tesseract, den passenden. Tesseract Frame 4. So, Frequency, Items, Fluids, Energy. Flup, den da brauchen wir. Genau, was wir brauchen. Da brauchen wir dann ein bisschen was für. Interium. Hey, brauchen wir ja auch für Kabel da, ne? Also passt schon. Okay. Also Interium Base. Das heißt Tin, Silver und Shiny. Und Shiny kriege ich aus, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ach, hier gibt es Shiny Ohr. Ach du Schreck. Das ich noch gar nicht gefunden habe. Ich weiß, dass ich es bei Dingsbums da aus, ach Gottchen, Platinum kriege. Das heißt, das wird echt ein Knackpunkt, ne? Das Shiny Ohr hier. Wo finde ich das am besten? Wahrscheinlich in irgendeiner anderen Dimension am Ende. Wird ja noch lustig. So, was macht denn unsere Energieversorgung? Ist ja auch gerade wieder Nacht. Das heißt, es lädt gerade eh nichts. Wir schließen die Küche oben, glaube ich, auf jeden Fall auch noch mit an. Das wird auch noch durchgezogen. Dann haben wir zweimal Solar. Das werden wir dann noch ausbauen. Den hier werde ich auch noch verbessern, dass, wenn wir genug Eisen haben, dass der etwas optipoptiger läuft. Und ich bin halt gespannt, ob der wirklich anspringt oder ob ich noch das Redstone-Kabel hochziehen muss. Ob er dann anspringt, wenn es sein soll. Sprich, wenn wir unter 20% sind und bei 80 wieder abklimmt. Ja, ob das alles so funktioniert, werden wir später erfahren. Nämlich in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich mache das da jetzt erstmal aus. Dass er den einen kann er noch. So, zack. Wunderschön, wunderschön. Dann kann er hier in Ruhe Magma Cruci wählen. Und das Ding hier mal voll machen. Ich verabschiede mich. Ich werde jetzt ein kleines Päuschen hiervon machen, damit ihr nachschauen könnt, die Folgen. Beziehungsweise, dass wir wieder so auf halbwegs einen Stand kommt. Die nehmen wir natürlich noch mit. Wir lassen keine Enderperle zurück. Die sind viel zu wertvoll für uns. Und dahin. Und dann geht es beim nächsten Mal fröhlich weiter und rund hier mit dem kleinen Jungen. Hund, ich leg mich erstmal schön schlafen, vorher wieder mal XP speichern, haben wir ja auch mehr als genug. Können wir auch mal irgendwas mitmachen so langsam. Gute Nacht. Viel zu wenig Schlaf gekriegt. Verdammt, den da hinten wollten wir noch machen. Also jetzt ist egal, wir sind jetzt schon bei fast 35 Minuten, 34,5 gleich. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.